Also, das musste jetzt kurz raus. Wir kehren zurück zum Fahrplan. Korrelation, Kausalität. Der Mensch, der mir die freundliche E-Mail geschrieben hat, meint, seit der Industrialisierung steigt Temperatur und CO2. Das ist Fakt. Und dazu stellt er jetzt halt eben die Frage oder will den Denkansatz liefern, Kausalität oder nur Korrelation. Dazu muss man kurz wissen, Korrelation bedeutet, wenn sich die Anzahl der aus Ägypten exportierten Bananen um 10% erhöht und gleichzeitig die durchschnittliche Länge des Rockes, den die Italienerinnen samstagabends anziehen, um 10% sinkt, dann haben wir eine umgekehrte Korrelation zwischen Bananenexport Ägyptens und Röcke von Italienerinnen. Beides korreliert miteinander. Wenn wir das dann auf eine Grafik auftragen, dann sehen wir, oh, die Kurve der Röcke sieht genauso aus wie die Kurve der Bananen, nur gespiegelt. Alternativ können wir auch so tun, als würde der Bananenexport aus Ägypten um 10% zurückgehen und die Röcke der Italienerinnen, dann hätten wir sogar eine direkte Korrelation. Beide Kurven sehen mathematisch exakt gleich aus. Das ist grundsätzlich jetzt mal was, was dann gerne mal verwendet wird, um eben zu sagen, da könnte es einen Zusammenhang geben. Gibt es in diesem Fall sicherlich nicht. Und das ist generell ein Problem, was in den Wissenschaften häufiger vorkommt, in den schlechteren Wissenschaften, sage ich jetzt mal, oder in schlechteren Studien, die für wenig Geld von irgendwem rausgehauen wurden, das halt gerade Bock hatte, in Anführungszeichen. Da gibt's ganz, das Fass will ich nicht aufmachen, aber da hat man dann häufiger solche Sachen, wo eine Korrelation vorliegt, aus der man dann alle möglichen Kausalitäten ableitet. Denn die Kausalität wäre, wenn du eben eine Korrelation nimmst und darauf schließt, dass es da irgendeinen ursachlichen Zusammenhang gibt. Also CO2-Konzentration, die Temperatur steigt, CO2-Konzentration auch, beides ungefähr im gleichen Maß. Das ist eine Korrelation, die besteht auf jeden Fall. Ob da auch noch eine Kausalität dahinter steckt, das soll hier jetzt offensichtlich bezweifelt werden. Der Mailschreibende nennt noch zwei Beispiele. Es steigt nämlich auch die Erdbeben- und Vulkanausbruchrate, also die seismische Aktivität der Erde. Hat darauf das Klima etwa auch einen Einfluss? Nö, na und? Das kann auch ein Zufall sein. Das müssen wir nämlich auch mal ganz klar festmachen. Es kann auch ein Zufall sein. Ein wesentlicher Punkt, wo der Wissenschaftler viel zu tun hat, ist immer zu beweisen, dass das, was er gerade festgestellt hat und das, was er gerade gemessen hat, nicht einfach ein Zufall ist. Das kann nämlich auch immer sein. Dafür gibt es bestimmte statistische Tools, um zumindest mathematisch die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass es sich hier um einen Zufall handelt oder halt eben nicht um einen Zufall handelt. Und wesentlich ist, mal abgesehen davon, dass man das mathematisch halt so ein bisschen rumrechnen kann, da kommt dann raus, nein, es ist kein Zufall, zumindest im Fall der CO2-Temperaturgeschichte, davon abgesehen kann man auch mit logischem Menschenverstand da ein bisschen rangehen. Nämlich, gibt es eine mögliche Erklärung, warum beides im gleichen Maße sich verhält, warum da eine Korrelation besteht? Gibt es die? So, und während es zwischen Erdbebenaktivität und CO2-Konzentration keine logische Erklärung gibt, das ist halt Zufall, dass das beides gleichzeitig ansteigt. Er hat noch ein Beispiel genannt, was war es denn? Ein Rückgang des Erdmagnetfelds. Wenn du jetzt einen Rückgang des Erdmagnetfelds mit der globalen Erwärmung kombinieren möchtest, dass das dafür irgendwie zuständig ist, kann man machen, ja, könnte man dran forschen. Wird halt keiner bezahlen. Warum nicht? Na, weil wir eine Erklärung haben, die für den Klimawandel verantwortlich ist. Es ist rausgeschmissenes Geld, nach irgendeiner anderen Erklärung zu suchen, wenn die eine Erklärung, die da ist, funktioniert. Es gibt keine bessere. Gibt es nicht. Bis heute. Und natürlich wird nicht viel Geld ausgegeben, um nach einer besseren zu suchen, weil die Chance, eine bessere zu finden, wenn sich alle wesentlichen Experten darin einig sind, dass die Erklärung, die wir haben, tatsächlich zutreffend ist. Wozu sollte man das tun? Du könntest auch vermuten, dass Pupsi, ein Meergeist, der im Marianengraben sitzt, Methan in die Atmosphäre pupst und wenn wir ihn mit einem mit Torpedo bestückten U-Boot abschießen, dann ist er kaputt. Und da man nicht beweisen kann, dass das nicht so ist, müssten wir dringend ein mit Torpedo bestücktes U-Boot an den Grund des Marianengraben schicken, weil ich das jetzt so sage, und Pupsi abschießen.
Wo kommen wir da hin, wenn jeder irgendeine Theorie äußern kann? Da muss sich die Gesellschaft gefälligst aufmachen, um diese Theorie zu überprüfen. Das wäre nicht zielführend. Manchmal ist das schade, das kommt vor. Und es kommt auch vor, dass irgendein einzelner verschrobener Wissenschaftler, der von allen anderen als Depp angesehen wird, tatsächlich den großen Durchbruch erreicht. Das ist in der Geschichte schon passiert. Das wird aber, je länger die Geschichte dauert, immer unwahrscheinlicher, weil die Wissenschaft immer spezifischer wird und die Zahl der Wissenschaftler, die wissenschaftlich arbeiten, immer mehr zunimmt. In der Vergangenheit ist es immer den Wissenschaftlern, die wissenschaftlich gearbeitet haben, gelungen, gegenüber den nicht wissenschaftlich Arbeitenden, dann auch nicht wirklich Wissenschaftlern, sensationelle Erfolge zu erzielen, weil sie eben die Wissenschaften angewendet haben. Nicht, weil sie doof waren und anders gemacht haben als alle anderen. Ja, doch schon, aber zu einer Zeit, als alle anderen eben tatsächlich blöd waren. Und diese Zeit ist halt langsam vorbei, weil wir arbeiten alle mit den gleichen wissenschaftlichen Grundlagen, die damals auch so ein bisschen Teil waren von Darwins Evolutionstheorie, die Alexander von Humboldt angewendet hat, anders als andere Leute seiner Zeit, oder er hat es noch viel besser getan als andere Leute seiner Zeit. Gut, aber jedenfalls, Korrelation und Kausalität. Gibt es denn einen Kausalzusammenhang von CO2 und Temperatur? Natürlich gibt es den. Selbstverständlich. Darüber habe ich mich in der Einführung zu diesem Video ja schon aufgeregt. Selbstverständlich gibt es den Treibhauseffekt. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ja, jeder, der daran nicht glaubt, mit dem kann ich mich nicht unterhalten. Den kann ich nicht ernst nehmen. Du musst wirklich völlig ab vom Schuss sein, wenn du an sowas zweifelst. Das ist so abwegig. Da hat man wirklich keinerlei Grundverständnis von Naturwissenschaften. Das macht einen nicht zu einem schlechten Menschen. Gar nicht. Aber dann müssen wir uns über was anderes unterhalten. Fußball. Ich habe von Fußball keine Ahnung. Erzähl mir alles, was du von Fußball weißt. Dann muss ich mich schon nicht aufregen, wenn du was über das Klima erzählen möchtest. Zum Beispiel. Nur zum Beispiel. So, wie kann man den Treibhauseffekt sogar ein bisschen experimentell nachweisen? Zunächst mal, man kann ihn sowieso nur ein bisschen experimentell nachweisen, weil für ein großes Experiment müssten wir die komplette Atmosphäre des Planeten verändern, was wir gerade tun im Übrigen, aber halt leider nicht unter kontrollierten Bedingungen. Das wäre für ein Experiment eigentlich notwendig in einem großen Labor. Und da wir keinen zweiten Planeten haben, dessen Atmosphäre wir beeinflussen können, um mal auszuprobieren, was denn passiert, wenn man da CO2 reinhaut, ob da das gleiche passiert wie auf der Erde, weil das wäre ja ein schönes Indiz dazu, dass es auf der Erde eventuell auch diesen Effekt hat und nicht nur auf Mars, meinetwegen, dann, ja, das könnte man mal drüber nachdenken. Ja? Aber da das nicht geht, müssen wir uns halt mit kleinen Teilexperimenten begnügen, die nur so ein bisschen geeignet sind, wirklich den gesamten Sachverhalt darzustellen, aber auch schon ziemlich logisch und ziemlich überzeugend sein können. Beispiel, nimm ein Kastenglas, Plexiglas, einen Kubikmeter Luft rein. Ja, da ist automatisch drin. Kasten schön abdichten, ein Ventil dran bauen, dass da keine Luft reingeht, keine Luft rausgeht. Das Ding ist durchsichtig, das stellst du jetzt in die Sonne, hast vorher noch ein Thermometer unten reingelegt. In der Sonne hat das Ding Temperatur, völlig egal. X, ne, sagen wir mal 10 Grad. Völlig Wurst. So, jetzt pusten wir durch das Ventil zusätzlich ein bisschen mehr CO2 in diesen Kasten. Und dann warten wir ab, was das Thermometer anzeigt. Und das Thermometer wird anzeigen, huch, ist wärmer geworden. Und du kannst da wegen mir aus auch flüssiges CO2 reinhauen, das super, super, super kalt ist, damit dir keiner unterstellt, du hättest da warmes CO2 reingeleitet. Ist ja klar, dass dann wärmer wird. Nö, es darf so kalt sein, wie nur irgendwie geht. Muss sowieso, wenn man es in flüssiger Form in die gasförmige Form überführen wird, wird sowieso kalt. So, und es wird wärmer. Punkt. Kann jeder daheim ausprobieren. Schüttel eine Colaflasche, bau dir so einen Kasten zusammen. Sprüh Cola, CO2 da rein, dann wird es halt zusätzlich noch ein bisschen nass da drin. Klar, wird nicht ganz gehen, ohne auch noch Cola einzufüllen. Oder meinetwegen Wasser, Sprudelwasser, völlig egal, muss nicht Cola sein. Es soll Leute geben, die auch was anderes trinken. wird wärmer. Punkt. Ja, das kann man nicht wegreden. Und ich könnte jetzt auf die genauen physikalischen Details, weshalb CO2 ein Absorptionsspektrum hat, mit dem es halt eben das Licht in Form der Strahlung, die von der Sonne ausgeht, besonders gut absorbiert und als Wärmestrahlung wieder abgibt. Da könnte ich mich jetzt nochmal direkt so einlesen. Ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen zu großen Teilen, weil man sich solche physikalischen Sachen eben als reiner Ökologe nur begrenzt merken muss. Man muss es mal gehört haben, man muss es wissen, dass es gibt, man muss wissen, dass es eine Rolle spielt und so ganz grob wissen, wie es funktioniert.
funktioniert. Und das langt dann auch. Und dann kann man es nochmal nachlesen, wenn man es nochmal für irgendwas braucht. Ich habe es jetzt für dieses Video nicht extra getan. Das ist absolut ganz klar. Es ist die gleiche physikalische Wissenschaft, die uns rumfliegen lässt, die uns Auto fahren lässt, die uns alle Technik der Moderne genießen lässt. Exakt dieselben Methoden dieser Wissenschaft, die auch den Treibhauseffekt nachweisen. Willst du an diesen Methoden zweifeln, dann zweifel am Autofahren. Wir können gar nicht fliegen. Wir können überhaupt nicht ein Handy benutzen und so weiter und so fort. Es ist einfach meiner Meinung nach völlig Banane, wenn man den Treibhauseffekt ablehnen möchte, dann muss man einfach komplett die Wissenschaft ablehnen. Man muss moderne Medikamente ablehnen, man muss moderne Architektur von mir aus, Baustoffkunde. Man muss alles ablehnen. Ja, Zweifel an allem, dann hast du tatsächlich eine gewisse Berechtigung zu sagen, man wird doch wohl nochmal an allem zweifeln dürfen. Wenn man dann wirklich an allem zweifelt, das hört man ja auch häufig bezüglich des Klimawandels, ja, ich zweifle grundsätzlich an allem, dann muss man aber auch so fair sein, wenn man wirklich an allem zweifelt, an allem, an allererster Stelle muss man an seiner eigenen Intelligenz zweifeln, wenn man der Meinung ist, tatsächlich an allem zweifeln zu müssen. Das beschließt die mit ein. Ne? Der Letzte, der an allem gezweifelt hat, ist dafür in irgendein stinges Kellerlein gegangen und dabei halber durchgedreht, hat sich danach René Descartes genannt, hat er schon vorher, und war der Meinung, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und das ist außerdem noch falsch übersetzt, weil er nämlich eigentlich gesagt hat, ich zweifle, also bin ich dubito ergo sum. Und dann kommen wir ganz tief in die Philosophie und dann können wir uns noch ein bisschen mit Erkenntnistheorie beschäftigen und der Frage, inwiefern man überhaupt irgendwas wissen kann. Inwiefern sind wir als Mensch, als kleines, weiches Klümpchen Biomaterial überhaupt in der Lage, die Wahrheit zu erkennen? Ist das, was wir mit eigenen Augen da draußen sehen, das wird zunehmend dunkler, überhaupt die Wahrheit? Sieht die Wahrheit nicht eigentlich anders aus? Rennen da pinke Einhörner mit Regenbogenpupsis rum? Wissen wir nicht. Ja, das ist dann Teil der Erkenntnistheorie und philosophisch angehaucht. Aber aus der Erkenntnistheorie kommt halt eben auch die Grundprinzipien der Wissenschaft, dass man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen versucht, unabhängig vom Subjekt, also unabhängig vom Beobachtenden, Dinge festzustellen, die andere Leute auch beobachten, um sie zu objektivieren, das wollte ich sagen. Ja? Das heißt, auch wenn du vielleicht zufällig blöd bist, aber du schreibst jetzt auf, was du beobachtet hast und ein anderer stellt das auch fest, dann kann es sein, dass der auch blöd ist, aber der Nächste stellt das auch fest. Man kann sein, dass der auch blöd ist, aber dann kommt noch einer und stellt das auch nochmal ganz woanders nochmal fest. Und irgendwann darf man dann davon ausgehen, nicht, dass das tatsächlich der Wirklichkeit entspricht, aber zumindest davon, dass es der für uns wahrnehmbaren Wirklichkeit entspricht. Und dazu gehört der Treibhauseffekt. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, gerne ins stille Kämmerchen sitzen und zweifeln. Viel Spaß. Übrigens, dass die Vulkanausbrüche auch noch zugenommen haben. Wenn die Vulkanausbrüche derzeit einen nennenswerten Einfluss aufs Klima haben würden, dann müsste man mit genau der Menge und es an CO2 liegen würde, ne, am CO2 der Vulkanausbrüche, dann kann man das auch messen. Dann müsste der eben die entsprechende Erwärmung, der Anstieg der CO2-Konzentration dementsprechend, was der Vulkan rausgeschmissen hat, und das CO2, das nachweislich logischerweise dabei entsteht, wenn wir fossile Energieträger verbrennen, wo soll das hingehen, wenn nicht in die Atmosphäre? Ja? Ich mach's gerade. Hier, fossiler Energieträger. Verbrenne ich. Was macht der? Der gibt CO2 ab. Ja! So. Ah ja, hier. Fünftens. Nochmal. Man muss überhaupt kein Wissenschaftler sein. Gar nicht. Muss man erstmal sowieso nicht. Wir wären verloren als Gesellschaft, wenn wir nur Wissenschaftler rumhüpfen hätten. Furchtbar. Katastrophal. Das sind schlimme, schlimme Menschen zum Teil. Herzliche Grüße. Wirklich, wirklich furchtbare Leute drunter. Boah. Sozialkompetenz. Wahnsinnig. Vergiss es. Ne? Aber lass sie in ihrem Elfenbeinturm forschen, dann sind sie zu was gut. Ich bin ja nicht praktizierend. Egal. Jedenfalls,
Ich möchte an dieser Stelle vom Schreibtisch aus noch diesen Kommentar hier aufgreifen. Der ist grundsätzlich jetzt gar nichts, worüber ich mich lustig machen möchte oder sowas in der Richtung. Es ist nur eine viel verbreitete, tatsächlich oft zu hörende Meinung, die hier wiedergegeben wird. Und das wirft natürlich auch eine Frage auf, mit der ich mich jetzt ein bisschen beschäftigen möchte. So folgendes. Bezüglich der Unfehlbarkeit der 95% der Klimatologen. Es gibt in der Weltgeschichte, ja, zuhauf Beispiele, wo sich sämtliche Leute, die sich in der damaligen Epoche als Gelehrte betrachtet haben, über irgendeine Sache ziemlich einig waren und es als allgemein anerkannt galt, dass das irgendwie so sei, und hinterher hat sich herausgestellt, dass das Käse ist. Das ist richtig, ja, das ist vollkommen richtig. Und daraus könnte man jetzt den logischen Schluss ziehen, nur weil sich alle einig sind, müsste es nicht zwingend bedeuten, dass die auch alle recht haben. Und das ist auch so. Das ist soweit als logischer Schluss durchaus zutreffend. Wichtig wäre mir allerdings jetzt Folgendes. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Wissenschaftler unwissend genug gewesen sind damals. Das Problem ist nur Folgendes. Es gab damals, als es zum Beispiel um den Aderlass ging, überhaupt noch keine Wissenschaft in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Und das führt uns jetzt kurz ein bisschen in den Exkurs, der zum Beispiel, ich kann jetzt nicht alles diskutieren, das füllt 4 Stunden oder noch mehr Vortrag, wenn man das die ganze Erkenntnistheorie durchkauen möchte, und das ist auch wirklich viel Arbeit. Aber nur mal kurz zu den empirischen Wissenschaften. Ja. Klimatologie ist in den meisten Fällen zu den empirischen Wissenschaften ganz klassischer Art zu zählen, weil man eben auch mit Experimenten arbeitet, und die allermeisten Naturwissenschaften haben zumindest in Teilen ein empirisches Format und verwenden die empirische Erkenntnistheorie. So, und da muss man jetzt zu Folgendes zitieren. Das habe ich jetzt einfach mal von Wikipedia. Das ist in dieser Hinsicht, glaube ich, eine ganz gute Quelle. Empirische Forschung findet simuliert im Labor oder direkt im Feld statt. Die direkte Feldforschung unterscheidet sich von der lebensweltlichen Alltagserfahrung durch die Systematik des Vorgehens. Man spricht auch von der Erhebung von Daten. Dazu kommt die Forderung nach Objektivität, Wiederholbarkeit der Beobachtung und der Alltagserfahrung, die eben an Alltagserfahrungen in diese Form nicht gestellt wird. Das sind so die Mindestvoraussetzungen an empirische Forschung. Wir haben also, anders als ich gehe jeden Tag einkaufen, stelle fest, dass dabei meine Schuhsohle sich abnutzt, müssten wir dazu jetzt erstmal, wenn wir das wirklich empirisch untersuchen wollten, mit einer funktionierenden wissenschaftlichen Systematik, müssten wir erstmal einen Versuch aufstellen, unter welchen Bedingungen gehe ich denn einkaufen, gehe ich denn jedes Mal die gleiche Strecke, hat sich der Straßenbelag eventuell auch abgenutzt, welches Einfluss hat das Tempo, mit dem ich einkaufen gehe, auf die Abnutzung meiner Schuhsohlen, und ich müsste das dann wirklich schon ganz genau untersuchen, und das nennen wir dann eben die Erhebung von Daten, wenn wir tatsächlich aus einer Alltagserfahrung, aus einer Alltagssituation eine systematische Erhebung von Daten machen, wo wir einzelne Faktoren auch benennen können, die jetzt hier auf unsere Datenerhebungen einen Einfluss haben. Und wir stellen also eine kontrollierte oder zumindest eine observierbare Umgebung her. Im Idealfall also ein Laborversuch, wo wir außer den Faktor, den wir jetzt untersuchen wollen, alle anderen Faktoren sogar kontrollieren können. Also bei dem Beispiel mit dem Schuhsohlenabrieb würde das bedeuten, dass wir in einem Labor eine Laufmaschine laufen lassen und dann verschiedene Untergründe durchschalten können, auf der die Laufmaschine läuft, verschiedenes Tempo durchschalten können, nassen Boden, nicht nassen Boden, die Lufttemperatur verändern können und dann unter allen möglichen verschiedenen Bedingungen diesen Schuhabrieb tatsächlich jetzt irgendwie messen.
messen können. Das ist das erstbeste Beispiel, was mir eingefallen ist mit dem Schuhabrieb, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Dazu kommt eben diese beiden essentiellen Bestandteile der empirischen Forschung, die zu Zeiten des Aderlasses eben so noch gar nicht existiert haben, beziehungsweise das war so noch nicht vorgeschrieben und nicht gängige Meinung, dass man das so machen sollte, nämlich die Objektivität und die Wiederholbarkeit. Beides zusammen bedeutet, wenn ich mit einer bestimmten ausgewählten Methodik, mit der ich forsche, ne? Also zum Beispiel jetzt eben diesem Laufautomat, der unter den und den Bedingungen auf dem und dem Boden und so weiter und so fort so und so läuft und den Schuhabrieb erzeugt, dann mache ich das ja als Mensch immer noch, dass ich das überwache und aufschreibe, wie viel der Schuhabrieb ist, und ich messe vielleicht auch den Schuhabrieb und möglicherweise vermesse ich mich auch um 0,00 was auch immer, und ich mache möglicherweise auch Fehler, weil ich halt trotzdem nur ein Mensch bin. Ich bin ja kein perfekter, objektiver Beobachter, sondern ein Mensch eben. So, und deswegen hat man sich überlegt, dass die empirische Forschung objektiver wird, so rum, dadurch, dass sie eben vom Subjekt unabhängig immer die gleichen Ergebnisse bringen soll und vom Subjekt unabhängig wiederholbar sein muss. Das soll heißen, wenn auf einem anderen Erdteil, meinetwegen, jemand völlig anderes als ich den gleichen Versuch durchführt, mit vergleichbaren Bedingungen, sprich mit derselben Laufmaschine, mit derselben Schuhsohle oder zumindest mit einer sehr, sehr, sehr vergleichbaren Schuhsohle, die unter den gleichen Bedingungen hergestellt worden ist, mit dem gleichen Boden, auf dem gelaufen wird, und alles unter gleichen Bedingungen, dann ist der Versuch offensichtlich objektiv, wenn dabei exakt die gleichen oder sehr, sehr nah dran liegende Ergebnisse entsprechend bei rumkommen. Ja, und sowas ist extrem wichtig. Und das sind so ein paar Grundsätze guter wissenschaftlicher Forschung, die man zu Zeiten des Aderlass noch gar nicht gewusst hat. Ja, zu Zeiten des Aderlass, da bin ich ja schon drauf angegangen, da gab es Wissenschaften im Sinne der objektiven Methodik, die heutzutage verwendet wird, so noch gar nicht. Und drum kann man auch nur sehr begrenzt die heutigen durchsystematisierten, nach bestimmten Schemata und Regeln ablaufenden Wissenschaften mit der damaligen Raterei in Anführungszeichen und dem aus Alltagswissen auf das allgemeine übertragenen Versuch einer frühen Wissenschaft übertragen. Ja? Also auch wenn wir uns Leute angucken, die im Mittelalter beispielsweise schon große Erfolge gehabt haben im Sinne von rauszufinden, wie Dinge wirklich sind. Meinetwegen eine Hildegard von Bingen, die ja auch viele Heilmittel tatsächlich durch Empirik im Prinzip, durch Ausprobieren, durch Beobachten unter klinischen Studien, wenn man es so nennen möchte, indem sie ihren Patienten ihre entsprechenden Kräuterchen wirklich einverleibt hat, teilweise schon durchaus korrekt herausgefunden hat, dass das entsprechende Kraut wirklich eine heilende Wirkung für Krankheit XY hat. Teilweise hat es aber auch einfach nicht funktioniert und sie ist da auf irgendwelche Ergebnisse gekommen, die halt aus heutiger Sicht nicht haltbar sind und wo man keinen Zusammenhang erkennen kann, dass das in irgendeiner Form heilend wäre. Wenn sie noch ein bisschen mehr systematischer vorgegangen wäre und richtige klinische Studien, wie wir sie heutzutage durchführen, gemacht hätte, dann wäre das alles nochmal erheblich belastbarer gewesen und eben auf dem modernen Modell. Und drum ist es eben schwierig, 95% aller lang ausgebildeten, in den Wissenschaften praktizierenden, modernen Wissenschaftler, die alles, was wir bisher wissen, was enorm zugenommen hat seit den letzten 200 Jahren, auf ein Fachgebiet anwenden, denen zu widersprechen, ist ein ganz anderes Maß von Ignoranz, vorsichtig ausgedrückt, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, als damals einer Tradition wie dem Aderlass zu widersprechen, der einfach nur auf Tradition auch beruht hat. Und das weiß man aus den damaligen Schriften, dass einfach irgendwer mal angefangen hat, Aderlass ist gut. Wenn du Arzt geworden bist, hast du dann ein, zwei dieser Bücher vielleicht gelesen, da steht drin, Aderlass ist gut. Und dann hat man unhinterfragt und ohne jemals zu überprüfen, ob der wirklich was hilft, den Aderlass einfach übernommen.
Und das würde man heutzutage so halt nicht in den empirischen Wissenschaften jemals mehr tun. Und das sind wirklich ganz, ganz andere Bedingungen, die an Forschung heute gestellt werden als damals. Also generell der logische Schluss in diesem Kommentar, der ist schon irgendwo vorhanden, aber ich wäre da ganz, ganz vorsichtig, weil wenn wir anfangen, 95% der Klimatologen als moderne Wissenschaftler damit zu widerlegen, dass es früher auch schon Wissenschaftler gab, die erstens keine waren und zweitens sich geirrt haben, dann müssen wir alle Wissenschaft, ausnahmslos alle, weil Klimatologie ist genauso eine empirische Wissenschaft wie alle anderen auch, genauso ablehnen mit der Begründung, ja, früher haben sich Wissenschaftler auch geirrt. Ja. Und das führt dann halt eben ganz schnell zu einer generellen Wissenschaftsleugnung. Und ja, ich meine, prinzipiell kann man das schon machen. Das kann man schon. Aber das führt halt in eine Richtung, die mir persönlich nicht gefällt. So, aber ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Zurück in die Hütte und dann kommen wir auch zum Ende, und zwar wirklich zum Ende. Folgendes. Eine Theorie muss überhaupt nicht perfekt sein. Wir müssen nur einen Erklärungsansatz haben, der halbwegs passt. Und wenn wir einen Haufen Erklärungsansätze haben, ja, sagen wir jetzt mal für den Klimawandel, wir nehmen jetzt drei Erklärungsansätze. Einmal CO2 ist schuld, wir. Wir durch CO2 sind schuld. Ne? Klassischer Ansatz. Zweitens, nur die Sonne ist wärmer geworden. Drittens, ist sie nicht. Drittens, das CO2 kommt aus dem Ozean, weil der ist wärmer geworden und jetzt dampft das CO2 aus und drum haben wir jetzt mehr CO2 in der Atmosphäre, aber das liegt nur daran, dass der Ozean schon vorher wärmer geworden ist. Ja? So, und jetzt gucken wir uns, überprüfen wir alle drei Theorien. Wir stellen fest, Sonne ist nicht wärmer geworden. Theorie von Neimer. Piu, ab auf den Müll. Wir stellen fest, CO2-Konzentration im Ozean nimmt zu. Dann kann es irgendwie nicht sein, dass da CO2 entweicht, was die Atmosphäre anreichert. Also Theorie auf den Müll. Puh. So, jetzt bleibt nur eine übrig. Ob uns die jetzt gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir glauben, weil wir es nicht hundertprozentig sicher wissen, kann es nicht so sein und deswegen mache ich alles weiter wie bisher und glaub nicht dran und ist mir einfach alles scheißegal und dann ist es nicht bewiesen, also interessiert es mich nicht. Und nö, es wird gar nicht wärmer. Kann keiner beweisen. Nein, nein, das passiert nicht. Das ist dann schlicht und ergreifend bequemer, weil die gängigen Lösungsansätze gegen den Klimawandel weniger Autofahren beinhalten, weniger schnelles Autofahren, weniger Luxus, weniger von vielem. Ne? Weniger Fleisch essen. Großes Problem. Für mich vor allen Dingen auch. Ist wirklich ein Problem. Ja? Also ich weiß nicht, wie ich das hink. Also vegan, ich wäre wirklich richtig, richtig, richtig unglücklich. Richtig, 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 richtig unglücklich. Ja? Wenn das sein muss, ja? Und wenn mir das jetzt der Staat vorschreibt, werde ich eine Weile protestieren, aber irgendwas muss ich mir dann einfallen lassen. Dann hoffe ich halt mal wenigstens, dass die Sojaschnitzelindustrie noch weitere Fortschritte macht, damit die besser schmecken. Die sind schon ganz in Ordnung. Ich habe heute eins gegessen. Ja, das ist schon gar nicht mal mehr so scheiße. So, das war mein letzter Feuerklotz. Nee, doch noch nicht. Ja, ich habe noch ein paar. jedenfalls, das muss einem nicht gefallen. Aber gesunder Menschenverstand. Wenn alle anderen Erklärungen totaler Rotz sind, dann muss die, die noch übrig bleibt, die am wenigsten unwahrscheinliche Theorie ist die, an die man sich, wenn man nach Logik handelt, diejenige, an die man sich halten sollte. Ja? Wenn man nach Logik handelt. Wenn man nach gesundem Menschenverstand handelt. Oder man sagt einfach, nee, das reicht mir nicht, das kann nicht stimmen, die Wissenschaft ist eh blöd und ich mache weiter wie bisher. Bitte. Dann werde ich daran auch niemals was ändern können und auch die Wissenschaft an sich nichts daran ändern können. Wenn man beschließt, nicht auf Wissenschaft zu hören, darf man das natürlich tun. So, also, solange wir nichts Besseres haben als CO2 schuld am anthropogen verstärkten Klimawandel, dann Zweifel an Wissenschaft. Dann sei so konsequent, Zweifel an aller Wissenschaft. Ne? Das sind alles die gleichen Methoden. Wenn du den Methoden nicht glaubst, wenn sie drauf kommen, dass CO2 schuld ist, dann glaub ihnen auch nicht, wenn sie dazu führen, dass man dir ein neues Herz einsetzen kann oder ähnlichem. Das wäre konsequent.
So, ich hoffe, ich war nicht allzu unfreundlich. Das Thema ist emotional. Ich bin nicht Mutter Teresa genug, um da neutral zu bleiben. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich wirklich hinten und vorne nicht. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht ja doch für irgendwen zu irgendwas gut. Vielleicht. Ja? Und wenn nicht, hoffentlich unterhaltsam. Macht's gut. Vielen Dank. Nochmal. Tschüss.